Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder mit einem Tag und auch hier bin ich wieder von Sarah getaggt worden. Nämlich haben wir heute den Büchermachen-Freunde-Tag und ja, es sind wieder 10 Fragen und ich schlage vor, wir fangen auch einfach gleich an. Frage 1. BFF. Mit welchem Charakter wärst du gerne im wahren Leben befreundet? Ja, so, ich habe übrigens versucht, jetzt mal andere Bücher zu nehmen, als ich euch halt sonst immer zeige, auch weil ich im Moment mehrere Tags mache, einfach, dass da mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und ich habe mir jetzt diesen Charakter hier ausgesucht. Die Anatomie der Nacht, nämlich die Bex, das ist die Protagonistin. Und ja, hier geht es ja um Bex, die anatomische Studien zeichnet. Und sie lernt dann im Nachtbus einen jungen Mann kennen, der Graffiti-Sprayer ist. Und ja, die beiden lernen sich eben über die Kunst so ein bisschen kennen. Und jeder hat so seine private Background-Story, die dann natürlich wichtig ist und so weiter. Und ja, das war eine sehr süße Jugendbuch-Liebesgeschichte und so, die mir eigentlich sehr sympathisch war, weil es eben mal nicht dieses übliche, klischeehafte Highschool, er ist so beliebt und bla bla, dass es das eben nicht ist. Und ich mag die Bex als Charakter super gerne, weil die eben sehr bodenständig ist. Die hat ja so einen Bruder, mit dem es immer wieder mal so ein paar Frotzeleien gibt so, und sie ist halt so ein bisschen anders, weil sie sich eben auch für dieses medizinische Illustrieren und so interessiert, was ja schon ein sehr spezielles Hobby ist, also deutlich spezieller als jetzt einfach nur Zeichnen. Und gleichzeitig ist sie aber auch sehr zielstrebig und ja, aber eben auch nicht so, dass sie sich selbst unterschätzt oder überschätzt. Also die ist einfach ein sehr bodenständiger, realistischer Charakter. Und ich fand die beim Lesen sehr, sehr sympathisch und ja, einfach mal ein erfrischend anderer Charakter. Frage Nummer 2. Thelma und Louise. Ein Buch, in dem die Freundschaft zwischen zwei Frauen im Vordergrund steht. Das muss ich euch jetzt einblenden. Und das war schwierig, da überhaupt eins zu finden. Und zwar ist das Experiment Ewige Jugend von Margaret Peterson-Hettigs. Das ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich das gelesen habe. Da geht es eben um ein Experiment, bei dem, ich muss gerade überlegen, was eigentlich Ziel dieses Experiments war. Jedenfalls führt das halt dazu, dass es wird eben an alten Leuten geforscht in so einer sehr geheimen Forschungseinrichtung. Und das führt eben dann dazu, dass die beiden rückwärts altern. Und irgendwie fliehen sie dann auch aus dieser Forschungseinrichtung oder gehen zumindest weg. Und das beschreibt eben einfach diesen Rückwärtsalterungsprozess und wie sich das für die beiden anfühlt, welche Probleme sie dabei haben. Und letztlich auch, dass sie ja irgendwen finden müssen, der sich um sie kümmern kann, wenn sie irgendwann zu klein sind, um sich um sich selber zu kümmern. Und ja, das war, ist jetzt halt wie gesagt schon eine ganze Weile her, dass ich das gelesen habe, aber fand ich ganz interessant. Und ja, hier geht es eben um die beiden, die miteinander befreundet sind und ja, eben diese Reise gemeinsam bestreiten einfach. Ja, ansonsten ist mir jetzt auch nicht wirklich ein anderes Buch eingefallen, wo wirklich auch die Freundschaft und das Zusammenleben von zwei Frauen so im Vordergrund stehen würden. Ich finde übrigens, und das Thema gehört auch schon zu einer späteren Frage, ich finde, dass Freundschaft in Büchern häufig ein viel zu wenig diskutiertes Thema ist, weil ich das Gefühl habe, es muss immer alles gleich auf eine Liebesgeschichte hinauslaufen. Und Freundschaft so wirklich als Hauptthema, häufig ist dann so ein Begleitthema vielleicht, aber wirklich als zentrales Thema eines Buches, entweder lese ich oder finde ich solche Bücher einfach nicht. Aber mir läuft das tatsächlich nicht so oft über den Weg und ich würde eigentlich gerne mehr darüber lesen. Aber ich musste da jetzt in meinen gelesenen Büchern wirklich suchen, um sowas zu finden. Frage Nummer 3. Die Goonies. Ein Buch mit einer abenteuerlichen Clique. Auch das muss ich euch einblenden und ich habe mich da für Die Nachtsonne entschieden von Laura Newman. Hier geht es eben um die Protagonisten, die in einem unterirdischen Hub aufwachsen, in der Zukunft, in der die Erdoberfläche nicht mehr bewohnbar ist, weil es zu heiß ist und eben da ja auch nichts mehr wächst und so. Und es heißt auch eben, sie wäre vielleicht radioaktiv verstrahlt und sie und zwei Freunde müssen dann fliehen aus diesem Hub, weil sie da in etwas verstrickt werden und an der Erdoberfläche, die überraschenderweise doch noch bewohnbar ist, wenn auch nicht so gut, treffen sie dann noch auf eine vierte Person. Und sie finden dann eben auch raus, dass es noch weitere dieser Hubs gibt, obwohl sie eigentlich immer gedacht haben, ihr Hub wäre der einzige. Und ja, zusammen erleben die eben
diese Geschichte als Clique von abenteuerlichen Freunden. Ja, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, habe ich jetzt gerade Blödsinn erzählt? Also die sind zu viert, genau. Ich habe gesagt, es wären nur drei, ne? Es sind vier und dann kommt noch jemand dazu. So ist das richtig. Ja, auf jeden Fall hat dieses Buch am besten zu der Frage gepasst. Ich habe Teil 2 und 3 leider immer noch nicht gelesen, habe mir das aber vorgemerkt, weil ich halt das jetzt schon als E-Book angefangen habe. Das heißt, ich möchte das auch gern als E-Book weiterlesen. Ich lese ja allgemein nicht so viel E-Books und ein paar habe ich da auch jetzt erstmal noch, die ich dann als nächstes lese. Und da ich ja nicht so viel halt E-Books lese, wird das ein bisschen dauern, bis ich da irgendwann ankomme. Aber die möchte ich auf jeden Fall auch gerne noch lesen irgendwann. Frage Nummer 4. Damals und heute. Ein Buch, in dem es um das Scheitern oder Bestehen einer Freundschaft geht. Und das ist diese andere Frage, von der ich eben sprach. Wie gesagt, ich habe nicht wirklich viele Bücher, die sich mit Freundschaft beschäftigen. Und deshalb kann ich zu dieser Frage tatsächlich kein Buch zeigen, weil ich ums Verrecken keins gefunden habe, was da reinpasst. Ich habe, wenn dann nur Bücher, wo es dann immer gleich um eine Liebesbeziehung geht. Oder eben wo Freundschaft so als begleitender Effekt vorkommt, aber nicht mal als Nebenhandlung präsent genug ist, als dass sich das jetzt an dieser Stelle gerechtfertigt fühlen würde, weil man jetzt nicht sagen kann, es geht darum, es kommt so mit vor. Ja, ich habe irgendwie wirklich kein Buch gefunden, wo es wirklich direkt um Freundschaft geht. Also ich lasse mir gerne Bücher empfehlen, weil ich würde halt gerne eigentlich mehr auch einfach über Freundschaft lesen. Deswegen schlagt mir gerne Sachen vor, wenn ihr da was findet. Aber ich fand das jetzt echt schwer, da was zu finden. Frage Nummer 5. Tierische Freunde, ein Buch, in dem es um einen tierischen Gefährten geht. Und da zeige ich euch hier dieses schöne Werk hier, nämlich Penguin Bloom von Cameron Bloom und Bradley Trevor Grieve. Das ist die Geschichte von der kleinen Elster Penguin und der Frau der Familie. Die Frau hat im Thailand-Urlaub einen Unfall. Die war bis dahin immer sehr sportbegeistert, hat auch viel Sport gemacht und war so eine sehr aktive Person und ist dann da eine Treppe runtergestürzt und ist vom Hals abwärts gelähmt oder von der Brust abwärts. Ich glaube, die Arme kann sie noch bewegen. Ja, auf jeden Fall ist das für sie eben sehr, sehr niederschmetternd und auch mit vielen Schmerzen und so weiter hat sie zu kämpfen. Und zeitgleich finden sie eben diese Elster als sehr jungen Vogel und ziehen den bei sich zu Hause auf. Und zwischen der Frau und dieser Elster entwickelt sich eben so eine Freundschaft und die bringen sich so ein bisschen gegenseitig zurück ins Leben. Und ja, dieses Buch war sehr, sehr schön zu lesen. Die Geschichte von der Frau, also ich dachte halt, es geht in erster Linie um den Vogel, es geht schon in erster Linie eigentlich um die Frau. Trotzdem, die Geschichte hat mich sehr, sehr mitgenommen und hat mich auch sehr berührt, weil ich finde, das muss ein sehr schlimmes Schicksal sein, in seinem eigenen Körper quasi so gefangen zu sein und dann auch jeden Tag mit so solchen Schmerzen auch leben zu müssen und irgendwie auch dann von einem Tag auf den anderen so vom Leben abgeschnitten zu sein, das ist eine sehr gruselige Vorstellung, finde ich. Und die hat sich wirklich dann auch wieder so ins Leben zurückgekämpft und hat eben geguckt, so was geht noch. Und ja, auf jeden Fall war das eine sehr, sehr schöne Geschichte zu lesen. Ich verlinke euch die Rezension in der Infobox, wie im Übrigen zu allen anderen Büchern auch, die ich jetzt hier erwähne. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr berührendes Buch. Frage Nummer 6. Frenemies, ein Buch, das von schlagfertigen, witzigen Gesprächen lebt. Und auch da, das war auch ein bisschen schwierig, dazu was zu finden. Ich habe mich jetzt letztlich für dieses hier entschieden. Pardon, Monsieur, ist dieser Hund blind von Hervé Jouen. Ein französischer Autor. Und es geht hier nicht so sehr um den Schlagabtausch zwischen zwei Personen, dass zwei sich immer wieder so kreative Konter zuwerfen oder sowas, weil sowas habe ich irgendwie auch nicht. Hier geht es um die Großmutter der Protagonistin, also es ist ein Jugendbuch, die Protagonistin ist so circa 15, glaube ich, und ihre Mutter, ihre Großmutter, so jetzt bringe ich alles durcheinander, ihre Großmutter erkrankt an Alzheimer und muss deswegen bei denen zu Hause einziehen, weil sie eben nicht mehr für sich alleine sorgen kann und zunehmend eben immer verwirrter wird. Und das ist im Grunde auch die Komik, also deshalb gibt es so viel komische, seltsame, lustige Gespräche in diesem Buch, weil die Familie mit dieser Alzheimer-Erkrankung der Großmutter, finde ich, ganz fantastisch umgeht, indem die häufig auf diese Situation, also die Oma ist dann häufig
versteht eben eine Situation nicht richtig und ist dann in irgendeinem Flashback, in irgendeiner Erinnerung und für sie ist das ja aber gerade real und das ist häufig dann, entweder kann man denen gar nicht erklären, dass das gerade nicht stimmt, so wie ihnen das vorkommt, oder die sind dann halt verstört und so weiter und die Familie steigt häufig dann einfach auf diese Situation mit ein und so entwickeln sich halt manche total seltsame und auf Außenstehende total skurril wirkende Situationen. Zum Beispiel sind sie einmal beim Bäcker und trinken da Kaffee und die Oma glaubt dann irgendwie plötzlich, sie wären in einem Tanzlokal und beschwert sich eben, ja und hier gibt es ja gar keine Musik und hier wird ja gar nicht getanzt und was ist das eigentlich für ein Saftladen? Und die Mutter steigt dann halt auch so mit ein und sagt, ja, nee, also hier gehen wir glaube ich nicht wieder hin. Und solche Situationen gibt es halt ganz viele und auch die Protagonistin selber, also das Ganze wird ein bisschen geschildert wie ihr Tagebuch und sie schreibt eben so, ist ein sehr lockerer Schreibstil, so als würde sie eben gerade so mit einem quatschen und so, da kommt nicht jeder mit klar. Ich hatte da kein Problem mit und fand, es passt auch gut zur Geschichte und sie ist auch sehr selbstironisch, was so ihre typischen Teenager-Geschichten so angeht, so Schwärmereien und solche Sachen. Und insgesamt ist dieses Buch halt sehr, sehr sympathisch einfach und thematisiert auch diese Alzheimer-Erkrankung, finde ich sehr, sehr gut und nimmt einem gerade auch durch dieses Lustige auch so ein bisschen diese ganze Schwere aus diesem Thema und so, dass das nicht so düster ist und so. Und hier gibt es wirklich sehr, sehr viele lustige Situationen und Gespräche und das Cover finde ich übrigens immer noch wahnsinnig hässlich. Trotzdem, die Geschichte ist es auf jeden Fall wert, gelesen zu werden. So, und wir haben jetzt nur noch eine Frage, Nummer 7, weil ich mich nämlich vertan habe. Irgendwie dachte ich, es wären 10, aber es sind nur 7. Freunde von Freunden, welches Buch hat es dir aufgrund einer Empfehlung angetan? Und das war jetzt mehr so eine indirekte Empfehlung, weil ich wenig Freunde habe tatsächlich, die auch viel lesen und mit denen ich jetzt so viel über Bücher reden würde. Deshalb betreibe ich unter anderem diesen Kanal hier, weil ich so in meinem privaten Umfeld wenig Leute habe, mit denen ich mich austauschen kann über Bücher. Jedenfalls sprechen wir über dieses Buch hier, nämlich Amani, Rebellen des Sandes von Alvin Hamilton, oder nicht? Jawohl. Und da bin ich über Glassinella drauf gekommen und ich habe immer so meine ein, zwei YouTuber, die ich eine Zeit lang dann suchte wie blöd und dann suche ich mir jemand anders. Also ich habe immer so ein, zwei, die ich so schwerpunktmäßig gucke und eine Zeit lang war sie das und da habe ich mir dann auch so ganz viel Jugendbuchrezensionen so von ihr angeschaut und also nicht, dass ich sie jetzt gar nicht mehr gucken würde, aber wenn ich jemand für mich entdecke, dann gucke ich auch erstmal den ganzen älteren Kram wieder und ich glaube zu der Zeit war das hier aber sogar noch recht aktuell. Jedenfalls bin ich über sie an dieser Reihe hängen geblieben, die mir vorher überhaupt nicht aufgefallen ist. Die wäre sonst total an mir vorbeigezogen. Hier geht es um Amani und das Ganze ist so ein bisschen so eine Mischung aus Wild West und Tausend und eine Nacht. Die stammt aus Dustwalk, das ist eine Stadt so am äußersten Ende des Reiches, irgendwo in der Wüste. Und da gibt es eine große Eisenmine und sie ist so eine Art Revolverheldin und dann trifft sie jemanden und wird hineingezogen in so einen Strudel aus Revolution, Märchen, Fabelwesen, Genies, alles mögliche, ein großes buntes Abenteuer. Und die ganze Reihe hat mir super, super gut gefallen und ich freue mich sehr, dass ich die entdeckt habe. Und ohne Glassinella wäre ich da wahrscheinlich nie drauf gekommen, die zu lesen. Und allein das Cover finde ich schon super, super schön, muss ich sagen. Ja, und deswegen danke an der Stelle für die Empfehlung, auch wenn die nicht direkt jetzt an mich gerichtet war. Ich glaube, ich habe auch kein Buch gelesen, nur weil es mir jemand empfohlen hat. Also was heißt nur? Also ich glaube nicht, also habe kein anderes Buch gefunden, was jetzt eine persönliche Empfehlung gewesen wäre, was ich deshalb jetzt gelesen hätte. Kann mich jedenfalls an keins erinnern. Ja, deswegen dieses Buch. Und da wären wir auch schon am Ende mit diesem Tag und ja, dieses Mal, ich tagge jetzt niemanden, auch wenn ich den Tag an sich sehr, sehr spannend finde, aber der geht im Moment eh so rum. Ich habe den jetzt schon bei so vielen Leuten gesehen, dass ich nicht weiß, wer jetzt schon getaggt wurde oder nicht und bevor ich dann jetzt irgendwen doppelt und dreifach tagge, dann fühlt euch doch lieber alle getaggt, die ihr noch nicht getaggt seid. So, und das war's soweit von mir. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal und bis dahin macht's gut. Tschüss.